Hallo, liebe Aviation Nerds, ich sitze hier gerade am Schnittplatz. Hier werden ein paar Videos gerade geschnitten für euch. Und ich will mit euch ein ziemlich spannendes Video analysieren, nämlich meine erste Startunterbrechung. Diese Startunterbrechungen muss man üben, falls mal in echt das Seil reißen sollte beim Windenstart oder falls mal der Motor, der Wind oder so kaputt geht. Das werdet ihr gleich sehen, wie das denn ist. Und dann fangen wir jetzt mal an. Stärker kann ich nicht. Hier wird jetzt das Seil eingeklinkt. Jetzt ist es drin. So, dann wird jetzt das Flugzeug aufgerichtet. Und dann mache ich jetzt meine Startmeldung. Schwarzheide Segelflug Delta 19 abflugbereit. Diese Startunterbrechung übt man dreimal in der Ausbildung vor dem ersten Alleinflug. Und die hier war jetzt so in 170, 180 Metern ungefähr. Und jetzt seht ihr schon, mache ich nochmal Pause. Ich ziehe den Knüppel voll an, damit das Bugrad am Anfang entlastet wird und trete voll ins rechte Pedal rein, weil die Kupplung, wo das Seil hier befestigt ist, ist ein bisschen weiter rechts und würde ich da nicht reintreten, dann würde das Flugzeug quasi am Anfang nach links weggezogen werden. Genau. Und über Funk wird dann beim Start über ein anderes Funkgerät der Winde gesagt: Purat, stoppe, sitze ich an dem und dem Seil, startbereit, das Seil bitte anziehen. Genau, da waren gleichzeitig noch ein paar Fallschirmspringer unterwegs, das hat man jetzt gerade gehört. Ich gucke jetzt hier auf das Seil, wann das angezogen wird, das sieht man ganz gut. Aber noch passierte nicht so viel, das dauert manchmal ein bisschen. So, Achtung, jetzt So, wird's jetzt wird angezogen. das Seil angezogen. Da hat dann der an der Tragfläche steht, die Hand oben. Und sobald das Seil straff ist, nimmt er die Hand vor für den Startleiter, der dann der Winde sagt, Seil straff. Jetzt ist es straff, jetzt bewegen wir uns langsam. Und jetzt gibt die Winde Vollgas. Und ich fange langsam an zu ziehen, so auf 30 Grad. Neigungswinkel und genau dann halte ich das jetzt. Und jetzt war der Moment, wo mein Fluglehrer einfach ausgeklinkt hat, ohne mir das zu sagen. Und ich spüre noch mal kurz zurück. Und da muss ich sofort nachdrücken, damit die Fahrt nicht abnimmt. Das war meine erste Übung und da habe ich gleich erstmal vergessen, man muss immer sicherheitshalber noch mal dreimal nachklinken. Dann die Fahrt wieder herstellen und dann bin ich nach rechts abgekurvt mit dem Wind. Die Höhe hat also gereicht, eine normale Platzrunde zu fliegen. Ich muss jetzt auch keine Landemeldung machen, weil alle Bescheid wissen, wir sind Nummer 1, wir dürfen als erstes landen. Weil das Flugzeug, was gerade die Fallschirmspringer abgesetzt hat, wollte auch noch landen. Dann gehe ich jetzt in den Queranflug. Genau, da hat jetzt der Fluglehrer gesagt, dass der Purat Nummer 1 ist. Dann fange ich jetzt langsam an, hier die Bremsklappen auszufahren, dass wir auch runterkommen. Und ich muss immer so 100 km pro Stunde Geschwindigkeit halten. Und dann fange ich jetzt an abzuflachen und auszuschweben. Und jetzt bin ich aufgesetzt, nehme die Klappen voll raus. Nach so einem Seilriss geht es darum, sicher zu landen. Da kann man auch mal so weit hinten landen, wie es nur möglich ist. Hauptsache, es ist sicher. Genau, und wir haben auch noch andere spannende Flüge gemacht, unter anderem meinen ersten Streckenflug, der 56 Kilometer lang war. Und die seht ihr dann in einem anderen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie in die Kommentare, lasst gerne ein Like da und abonnieren ist natürlich Pflicht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im Flugzeug. Bis bald.